Hi Leute, hier ist Andreas und herzlich willkommen zu diesem kurzen Photoshop-Quick-Tipp. Und zwar geht es darum, Sensorflecken zu erkennen und zu entfernen. Und ich habe mir jetzt mal hier die RAW-Entwicklung aus Lightroom rübergezogen in Photoshop. Und man sieht schon auf dem ersten Blick, ich hoffe, das kommt jetzt durch die Bildschirmaufnahme rüber, dass hier so ein paar Sensorflecken sind. Um diese noch erkenntlicher zu zeigen, lege ich mir einfach eine Tonwertkorrektur drüber und hell diese auf. Dann kann man noch mal weiter in das Bild reinzoomen, geht auf das Reparaturpinselwerkzeug, nimmt mit der Alt-Taste umliegenden Bereich auf und stopp. Ich muss natürlich hier auf die Maske, auf das Bild zurückgehen. Und so kann man diese Sensorflecken hier ausbessern. Ganz klassisch, Staub- oder Sensorflecken zeichnen sich einfach durch ihre runde Form ab. Denn gerade im Wolkenbereich ist es oftmals so, ja, dass es so dunklere Stellen wie hier gibt, weil es einfach Wolken sind und in dem Fall ja kein Fleck oder so. Und diese Struktur der Wolken wollen wir uns erhalten. Also man sieht das, das sind immer solche roten, sage ich schon, runden Punkte, ja, runde Kreise. Jetzt habe ich einen Versprecher drin, das macht aber nichts. Und das Gleiche, und nur mal als Tipp, ich gehe jetzt hier mal in den helleren Bereich, hier, wo die Sonne so ein bisschen war, und gehe dann auch hier in der Tonwertkorrektur mit der Belichtung nach unten. Denn es gibt, und man sieht es jetzt hier schon, Bereiche, die dann erst sichtbar werden, wenn das Bild stark abgedunkelt wird. Die sieht man im Hellen nämlich gar nicht. Kann man das erkennen durch die Bildschirmauflösung? Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. So, wenn ich jetzt auffälle, sehe ich manche Stellen Sensorflecken im dunklen Bereich, allerdings nicht im hellen Bereich. Und wenn ich hier also abdunkel, dann sehe ich auch diese wieder. Und da seht ihr schon, da ist richtig, richtig viel, was hier zu machen ist. Den Vogel mache ich auch gleich mit weg, weil den kann keiner erkennen und sieht dann eher als Fleck aus. Und so gehe ich dann halt vor. Und ja, scroll so durchs Bildschirm. Noch was, bei dem einen oder anderen wird ja nicht immer der Bildschirm ganz clean und sauber sein. Einfach mal die Leertaste oder die linke Maustaste oder mit dem Stifttablett gedrückt halten und dann hier mit dem Bild auch mal immer so hin und her gehen, dass man sagt, okay, ist das jetzt tatsächlich ein Sensorfleck oder ist das ein Fleck auf meinem Monitor einfach. Na, das kann also auch mal vorkommen. Hier die Wolke gefällt mir jetzt nicht, war kein Sensorfleck. Das finde ich auch so ein bisschen grisselig und so mache ich das dann eben weg. Und wie gesagt, auch hier solche kleine Vögelchen. Die haben auch da Sensorflecken. Immer wieder was mit der Alt-Taste aufnehmen und das Ganze dann entfernen. Na, und hier, aber die sieht man zum Beispiel hier wesentlich besser, wenn man hier, ja, muss man sich so ein bisschen spielen, dass man die sieht. Also ihr seht schon, hier sind richtig viele Sensorflecken drin. Ja, es hat geregnet, ich habe das Objektiv gewechselt und ja, dann kommt sowas mal ganz schnell zusammen. Also hier ist richtig viel drinne. Und man bekommt auch dann irgendwann im Laufe der Zeit einen Blick dafür. Hier sind zum Beispiel noch runde, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht in der Bildschirmauflösung, aber das soll schon mal im Grunde genommen gewesen sein, vom Prinzip her. Mit diesem Quick-Tipp. Wenn es dir gefallen hat und du diesen Quick-Tipp nicht kanntest, schreib es gerne mal in die Kommentare rein. Abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, euer Andreas.